So, Erstkontakt mit Plau am See. Bin jetzt hier ganz kurz vor der Ortschaft, aber das ist halt der See, der dazugehört. Und eine wunderschöne Ecke hier. Leider überall Parkverbot. Ich stehe jetzt hier in so einer Bucht von irgendeiner Klärgrube oder sonst was. Gott. Ich denke mal, dass man hier eigentlich nicht parken sollte, aber ich finde es nicht so dramatisch. Und da steht der große Bruder, so wie ich mir das Ganze auch vorstellen könnte. Aber ich habe ja meine Betty hier. Und solange der Schatz läuft, bleibt er bei mir. Und jetzt geht's gleich mit Rad Richtung City. Nachdem ich jetzt diesen schönen Platz am See unten verlassen habe, habe ich hier einen Parkplatz gefunden, auch wieder kostenlos, direkt vor der Tierarztpraxis Merker. Da geht es zum Kletterpark hoch, aber ich schaue mir erstmal den Ort Plau selber an. Hier ist das Kino von Plau. Das finde ich schon bemerkenswert für so einen kleinen Ort. Macht einen alten Eindruck, aber wenn es noch in Betrieb ist, warum nicht? Finde ich gut. Ich denke mal, hier mit meinem geliebten Kopfsteinpflaster beginnt auch der historische Ortskern. Gleich mit einem sehr schönen Gebäude hier auf der rechten Seite. Oh, das schaukelt, Jungs und Mädels. Hier vorne kommt eine Hebebrücke, so wie ich das von hier erkennen kann. Die auf jeden Fall schon einen guten Eindruck macht. Ich finde ja solche Bauwerke immer schön. Das wisst ihr. Auch der Hintergrund ist nicht zu verachten hier. Oh, ein Blick Richtung Bootsanleger. Hier geht's raus zum Hafen. Oh, schön. Hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Nach den ersten Metern hier. Dachte er, das Ganze ist ein Dörfchen, aber hat schon Charakter. Das ist echt wie an der Küste. Hier riecht es nach Fisch, nach Zwiebeln. Man hört die Möwen im Hintergrund. Klasse. Und hier an der kleinen Burgstraße steht ein Schild Richtung Zentrum. Das werde ich dann jetzt erstmal wahrnehmen. Ja, hier geht es jetzt Richtung Markt und Kirche, wie ihr sehen könnt. Und es ist echt faszinierend vom Wetter her. Vorhin hat es ja noch geschüttet gehabt auf dem Weg hierhin. Und hier sieht es aus, als wenn kein Tropfen war oder durch den vielen Wind schon wieder alles abgetrocknet ist. Kann natürlich auch sein. Aber es ist echt wie im April. Sonne, Regen, kurze Gewitter, alles dabei. Und jetzt fahre ich hier wieder mit T-Shirt durch die Gegend. Wobei, bei mir sind ja auch 18 Grad schon angenehm. Bin ich vielleicht kein Maßstab. Aber ein schöner Marktplatz hier. Auch der Brunnen ist schön, so mit Wasserzeichen und Vögeln da drauf. Also Wassertiere und ja, Flugtiere. Kirchen in der Region hatten ja auch schon immer große Bedeutungen, daher sind die auch immer relativ prunkvoll gestaltet, finde ich. Ja. Naja, zumindest von der Bauart. Vielleicht nicht unbedingt vom Material, was dem Ganzen aber nichts abtut. Und überall diese kleinen verschnörkelten Gassen, die wieder runterführen zum Wasser. Hier beim Gasthaus Pagels kann man schön draußen neben der Kirche unter den Bäumen sitzen. Dann kommt hier wieder so eine erweiterte Einkaufsstraße. Schön hier diese alten Häuser, die auch dementsprechend noch instand gehalten werden. Da vorne roch es gerade nach frischer Rostbratwurst. Und da stand ein Schild 1,50 Euro.
Duft her müsste ich eigentlich gleich nochmal umdrehen und da mal kurz einkehren. Mal schauen, ob ich das noch mache. Hier direkt vor mir ist das alte Postamt von 1887, wo sogar heute noch die Post drin ist. Finde ich irgendwie schön. Ist doch mal an Tradition festhalten. Auch hier wieder so ein schön zurechtgemachtes Fachwerkhaus. Alleine wegen diesen kleinen Mauern finde ich es schon toll. Auf der gegenüberliegenden Seite erkennt ihr vielleicht diese rot-weiße Tafel. Da ist eine Schiffsschleuse. Ich schaue mal, dass ich da gleich rüberkomme, dass ich mir das auch mal anschaue. Ja, und um solche Objekte tut es mir immer ein bisschen leid. Wenn man das Geld hätte, wäre das doch ein Traum, das zu sanieren, oder? Seht ihr das anders? Jetzt kann man auch von dieser Seite die Schleuse gut erkennen. Ich gehe mal gerade hier unten auf so einen Steg, der ist öffentlich zugänglich. Und da kommen auch gerade zwei Schiffe oder Boote. Ab welcher Größe sagt man Schiff? Habe ich, glaube ich, schon mal gefragt. Hat sich, glaube ich, auch keiner zu geäußert. Daher wird es wohl passen. Klasse hier. Kann man aushalten. Harry Potter heißt das zweite. Ob der Name wohl geschützt ist? Von hier hat man jetzt aber den kompletten Blick frei auf die Schleusenanlage. Ja, und so die kleinen Häuschen mit eigenen Liegeplätzen hier. Ist schon nicht zu verachten, wenn man das so sieht. Selbst hier, ich nehme an, das sind so alte Speicherhäuser. Ist bestimmt ein tolles Wohnen, immer so hier direkt am Wasser. Auch wenn man die ganze Zeit auf solche Objekte schaut und sich denkt, ob das hier alles wohl gerecht verteilt ist. Aber man muss auch einfach mal an den schönen Sachen nur das Schöne sehen. Hier kann man jetzt die Schleuse überqueren, sogar mit Fahrrad sind extra diese Stege. Werde ich jetzt aber noch nicht machen, vielleicht später. Sondern werde erstmal hier am Wasser weiter radeln. Weil ob ich jetzt über eine Schleuse drüber gehe oder nicht, bringt mich nicht wirklich weiter. Weil ich ja eh auf dieser Seite schauen möchte, weil auf der gegenüberliegenden Seite nicht ganz so viel ist, was ich bisher entdeckt habe. Kann sich aber noch ändern. Na, Enten füttern, Schwäne füttern. Auch schön. Jetzt habe ich die Kamera gerade so schräg übers Wasser gehalten, um dort eine schöne Aufnahme zu machen. Da zwickt mich dieser kleine weiße Schwan einfach in die Jeans. Darf wohl nicht wahr sein. Kann froh sein, wenn ich ins Wasser gefallen bin. Hätte ich glaube einen Hals umgedreht. Mensch, Mensch, Mensch. Jetzt bin ich wieder an der Hebebrücke und werde mir die andere Seite hier vom Plau mal anschauen. Das war jetzt im Grunde linksseitig der Hebebrücke, wenn man in den Nord reinkommt. Und jetzt nehmen wir die rechte Seite. Mal gucken, was mich da erwartet. Als erstes sticht natürlich hier das Hostel, Restaurant, Café am Fluss, Fackelgarten ins Auge. Was natürlich von der Lage ganz toll ist. Direkt neben der Brücke hier mit einem schönen Blick aufs Wasser. Ja, hier unter der Brücke hat man jetzt einen schönen Blick auf den Hafen. Hier weht es wieder ein bisschen mehr, aber es duftet von dieser Fischräucherei, die hier neben mir ist. Ich weiß nicht, ob ihr den Rauch seht, der da so herzieht. Ah. Wenn man überall da was essen würde, wo es gut duftet, ich wäre kugelrund auf dieser Tour. Hier unter der Brücke ist komplett entlang dieser Betonkante alles voll mit Schwalbennestern, wo die ganze Zeit die Jungschwalben ihre Köpfe rausstrecken und gefüttert werden. Ich versuche euch das mal hier so ein bisschen ranzuzoomen.
ein bisschen unscharf jetzt und diese Wasserreflexionen dabei, aber man erkennt es, glaube ich. Und hier gibt es jetzt überall einen Platz an der Sonne. Er hat sich wieder ein bisschen durchgesetzt gegen die ganze dunkle Wolkendecke hier. Überall diese kleinen Rethüs. Auch diese Seite vom Hafen ist sehr schön. Hier neigt sich jetzt das Ganze so langsam dem Ende. Auf dieser Seite von Plau. Ich schau mal, was es jetzt auf dem anderen Ufer dort drüben noch alles so Schönes zu sehen gibt. Ansonsten habt ihr hier auch die Möglichkeiten, ne? Wie immer Fahrräder leihen oder hier so Erlebnistouren mit irgendwelchen Booten. Also hier kann man echt von allem etwas machen. Das Highlight auf dieser Seite kommt jetzt noch, sehe ich gerade. War mir vorher auch nicht bewusst, also geht es noch ein kleines Stück weiter, dann zeige ich euch das. Man merkt hier so leicht die Feuchtigkeit, aber auch Frische von dem Wasser. Was der Wind hier so leicht rüber weht. Jetzt gerade ist es echt schön. Es ist leicht sonnig, ganz leichter Wind nur. Und dann dieses Wasser dabei. Weltklasse. Und dort vorne ist das Highlight. Erkennt ihr es schon? So, von hier erkennt man es jetzt noch richtig. Ein Leuchtturm bei Plau am See. Das ist mein persönliches Highlight hier. Wenn man nicht über diese Turi-Brücke geht, neben dem Gebäude von der Wasserschutzpolizei, sondern links daneben her, dann kommt man hier schön auf diese Seite, wo keine Touristen sind und hat einen herrlichen Ausblick. Direkt auf den Leuchtturm. Natürlich, wenn man in den Leuchtturm möchte, muss man die andere Seite wählen. Aber ist ja auch nicht jedermanns Sache. Was ich euch noch hier zeigen wollte, ist einfach dieser Ausblick auf diesen Plausee. Also Mecklenburgische Seenplatte mit dem richtigen Wetter. Super. Das Wasser ist jetzt schon halbwegs warm, finde ich. Also es ist so, dass man so mit ein bisschen Scheu durchaus reinhüpfen kann. Im Juni. Ne, Quatsch, Juli haben wir ja seit heute. Heute ist der 1.7. Und ich denke mir mal, dass diese Wassertemperaturen immer so um den Dreh sein werden. Angenehm, aber nicht warm. Und hier einmal dieser Rundumblick. Es ist schon was anderes als unsere Stauseen in Westfalen. Aber auch die haben ihre Reize. Und leider schon wieder die nächste Regenfront. Jetzt muss ich mal ein bisschen Gas geben. Hier bin ich jetzt an dem alten Burgplatz. Auch wieder mit so einem kleinen Brunnen, einer Eisdiele, Café. Und hier geht's rein zur Burganlage. Die Eigenturm ist der Stadt Plau am See. Und auch nur zu den Öffnungszeiten ist das Betreten erlaubt. Das Ganze sieht aus, als wenn es gerade frisch fertig ist, beziehungsweise noch frisch fertig gemacht wird. Mit dem alten Burgturm hier. Hat schon was. Ich fahre erstmal so ein Stück rein, um zu gucken. Und dann sehe ich weiter. Hier ist jetzt nur noch das Burgmuseum. Und der Rest ist noch in Arbeit, wie ich es mir gedacht habe. Deswegen aber Museum muss ich jetzt nicht haben. Nur zur Info, dass es das hier gibt. Aber der Burgturm ist von dieser Seite auch nochmal schön zu sehen, so im Ganzen. Ja, hier am Ortsausgang für die Campingbegeisterten ist ein kostenloser Parkplatz. Sogar für Wohnmobile. Das ist ja eine feine Sache. Ich meine, direkt hier an der Bundesstraße gelegen ist nicht so super. Aber für kostenlos wird wohl keiner klagen. Ja, jetzt sitze ich hier auf diesem Geländer und schaue mir noch einen Moment diese Brücke an und den Wasserlauf. Das war's nämlich mit der Ortschaft Plau schon wieder und somit auch für euch wieder hier in diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich fand es hier durchaus schön in diesem Örtchen, weil es so viele kleine verschachtelte Gassen hat. Dieses Fachwerk und trotzdem auch dieses Erfrischende hier mit den Kanälen dazwischen und so. Ich mag es einfach. Also, macht's gut, euer Markus.